Vivian Labrille, du bist der einzige Oberwalliser hier am Ice Climbing Event. Ja, was bedeutet dir das, der Anlass hier vor einheimischem Publikum? Ja, es ist ein cooler Event. Ich finde es immer wieder schön, dass wieder neu stattfindet. Als einzige Oberwalliserin haben wir sicher einen gewissen Druck, der von außen halt kommt. Aber das darf man nicht allzu ernst nehmen und akzeptieren, wie es kommt. Und ich genieße es jedes Mal hier zu klettern. Gibt dir das aber auch einen zusätzlichen Motivationsschub? Ja, es ist sicher schön zu sehen, dass ich sehr viel Unterstützung habe von überall und es gibt auch Motivation, ganz klar. Zudem ist das hier ein Parkhäuser, ist gleich etwas Spezielles? Ja, sicher, die Leute können halt rundherum überall stehen. Das ist für die Athleten ein super Feeling, weil du hast so viel Motivation, die einfach in dem Parkhäuser bleibt und nicht aussen verloren geht. Und das ist so ein cooles Gefühl hier zu klettern. Jetzt am Freitag im Sprint hat es der 9. Platz gegeben. Wie bist du mit dem zufrieden, mit dem Resultat? 9. Platz ist tipptopp. Das Speedtraining längt bei, ist leider nicht immer ganz so, aber ich probiere das Beste daraus zu machen und 9. Platz bin ich sehr zufrieden damit. Jetzt im Lead hat es nicht ganz gelangt. Woran hat das da gelegen? Ich bin leider in der ersten Qualifikationsroute am 5. Griff abgerutscht, was mir irgendwie auf den letzten Platz getan hat. Dann hatte ich mental ein bisschen zu kämpfen in der zweiten Route, weil ich wusste, ich muss bis zum obersten klettern, sonst wird das nichts. Und durch einen blöden Füßesrutscher hat es dann auch da nicht ganz gelangt. Und jetzt bin ich halt 21. geworden. Aber das ist, so ist das im Wettkampf, wenn ich gewinnen muss, ich verlieren muss. Das ist so. Jetzt kann man heute Abend, am Samstagabend, mit dir auch noch so rechnen, bis du noch so umkommst. Ich bin sicher noch in einer Bar, wenn er mich suchen. Zuerst noch die Schweizer anfeiern und nachher bin ich für ein Bier immer zu halten.